Lionel Messi hat die meisten Team of the Year Karten, seitdem es FIFA gibt. Und mein Team hat einfach keine einzige. Spaß, das ändert sich gleich. Es gibt einfach über 30 Team of the Year Karten über die ganzen FIFA Teile bis FIFA 22. Also lasst uns heute das beste Team of the Year Team, was es überhaupt gibt oder gab, zusammenbauen. Gut. Wir nehmen Karten aus FIFA 11, aus FIFA 12, aus FIFA 13, aus FIFA 17, 19, 22... Kommt erst Freitag. Aber das ist uns egal, denn wir gehen rein mit dem ersten Spieler. Und das ist unser Torwart. Guckt ihn euch an. Noch niemand drin, aber das ändert sich jetzt. Und unser erster Spieler wird, es wird werden, Manuel Neuer. Oh mein Gott. Wir haben einen Gewinner. Und zwar funktioniert das Format so, wir holen uns immer die beste Karte von dem Spieler, die es gibt. Das heißt, wir gehen auf Neuer, wir gucken, ob er eine Special-Karte hat. Hat er in dem Fall nicht, also holen wir uns die Goldkarte. Und die kostet 45.000 Münzen. Gesniped. Gut. Rein mit ihm. Und was brauchen wir für dieses Format, wenn wir uns immer die teuerste Karte holen? Coins. Und damit wir uns das leisten können, habe ich gerade noch ein paar Spieler verkauft. Seht zu. Bala, Kimmich, Robertson, Jesus, Nia KT, alle weg. Wir haben 524 Millionen Coins zur Verfügung. Und was mir gerade auffällt, ich habe noch nicht mal Likes gegeiert. Das heißt, lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr dieses Format fühlt. Ich sag mal so, 7777 Likes wären krank, damit, ja, das ist die Glückszahl. Das ist die Glückszahl, 7777. Das ist eure Challenge, Freunde. Knallt den Like-Button auseinander, lasst ein kostenloses Abo da, wenn ihr das noch nicht getan habt. Dieses Team wird verrückt wild. Aber als nächstes ist es Zeit für den Rechtsverteidiger. Und da gab es einige Team of the Year Spieler. Ich sag nur Philipp Lahm, Maicon, David Alves. David Alves? Der heißt Dani Alves, du Trottel. Und wir drehen. Wen bekommen wir? Gib mir jemanden. Am besten Philipp Lahm oder so. Und ja, Alexander Arnold. Und der hat eine kranke Rulebreaker-Karte. Aber das ist seine Team-of-the-Year-Karte. Boah, er hat zwar auch die POTM-Karte. Die habe ich aber extra nicht gemacht, weil seine Rulebreaker-Karte geiler ist. Hier könnt ihr es sehen. Alle Special-Karten, die er hat. Oh, guck mal hier. Die hat nur 84 Tempo und die Rulebreaker-Karte 90 Tempo. Das heißt, ich werde die nehmen, okay? 90.000 mit Enker. Schnapp ihn dir, Wakes. Geschnappt und rein mit ihm. Geil! Ich hoffe aber, wir bekommen ein paar Icons. Also es gibt ja auch Karten, die früher Totties hatten, die heute Icons haben, damit wir ein bisschen Chemie haben am Ende. Weil mit diesem Team müssen wir natürlich auch die Weekend League zocken. Als nächstes kommt ein Innenverteidiger. Und da gibt es einige, Freunde, vertraut mir. Da gab es einige und ich zeige euch mal, wen es da zum Beispiel so gab. Thiago Silva, David Luiz, Sergio Ramos, aber auch Icons wie Ferdinand und Vidic. Und wir drehen! Und wir drehen! Und wir drehen! Und wir bekommen Ramos! Lucio! Lucio wäre so geil! Aber es gibt Lucio, glaube ich, nicht bei FIFA. Hä? Was mache ich jetzt? Wir gucken mal nach. Gibt es Lucio in FIFA? Ich glaube nicht. Leider nicht. Boah, wie geil wäre dieser Icon von Lucio in FIFA. Hilfe! Ja gut, da müssen wir halt nochmal drehen. Lucio gibt es leider nicht. Ich wollte ihn trotzdem da zur Schau stellen, weil, Junge, was ist das für eine geile Karte. Nochmal Lucio? Ramos! Oh, war das knapp? War das knapp? Ich habe hier mal das Licht angemacht, damit diese Lichtverhältnisse sich nicht ganz Zeit hier ändern, damit es jetzt ganz Zeit so bleibt. Und Freunde, Ramos hat, glaube ich, sogar eine Special Card. Und zwar ein OTW. Wir gucken mal nach. Special Karten von Ramos habe ich nicht. Aber Special Karten von Ramos kann man sich kaufen und der kostet 100.000 Münzen. Sergio Ramos. Ein bisschen Aggressivität ins Team bringen. Ein bisschen die Grätschen gleich auspacken und so. Habe ich Bock drauf. 103.000 Münzen Erma. Bin ich. Ey, nicht schnell verkaufen. Zum Team. Sehr gut. Aber chemietechnisch passt das gerade alles nicht zusammen. Wir brauchen jetzt mal eine Icon oder so. Innenverteidiger Numero Dos. Gib mir Ferdinand oder Vidic. Gib mir Ferdinand oder Vidic. Gib mir Ferdinand oder Vidic. Piqué. Aber ja, gut. Ich habe, glaube ich, noch die Showdown-Karte von Piqué. Ey, das Ding ist, dann haben wir den ersten orangenen Link aus dem Team. Piqué, sehr stark. Zeig her, was habe ich für Innenverteidiger? Piqué. Da ist er. Leider kein grüner Link mehr zu Sergio Ramos, aber ein orangener. Und ich habe jetzt schon Angst, mit einem 3-Chemie Manuel Neuer zu spielen. Scheiße. Aber das sieht schon mal eigentlich recht gut aus von den Karten her. Linksverteidiger als nächstes. Ich bin krass gespannt auf den Angriff, ne? Weil da gibt es teure Karten. Ihr wisst selbst, was es da alles gibt. Icons, Messis, Ronaldos.
Alles Mögliche gibt es dort. Aber erstmal der Linksverteidiger. Ich glaube, da gibt es auch ein paar Goldkarten, wie Marcelo und Co. Als Linksverteidiger haben wir Marcelo, Evra, Davis hat in FIFA 21 die erste Totti-Karte bekommen und Robertson. Am öftesten hatte davon auf jeden Fall Marcelo. Bin gespannt, wie wir bekommen. Oh, komm. Marcelo. Oder? Ja, Marcelo. Junge. Er hat es aber auch verdient, Freunde. Er hatte so viele Team of the Year Karten und er ist so eine Legende. Nur leider hat er immer noch keine Flashback-Karte in FIFA 22. Was soll das, EA? Ich frage seit Wochen, seit Monaten nach einer Flashback von Marcelo, aber sie kommt einfach nicht. Mal gucken, ob ich die Legende Marcelo schon im Verein habe. Bitte habe ich sie schon im Verein. Er hat nur noch eine 80er-Bewertung und ich habe ihn. Den Lockenkopf, den Afro-Kopf. Marcelo. Und ich glaube, ich mache so, Freunde, falls wir am Ende nicht auf 100 Chemie kommen, darf ich ein paar Joker ins Team stellen, die wir dann aber am Anfang auswechseln werden, nämlich Icons. Da Neuer schon mal gar nicht ins Team passt, könnten wir eventuell, als erstes so ein Thundersaar reinknallen und in der ersten Minute auswechseln gegen Neuer, damit wir wenigstens ein bisschen Chemie in-game haben. Mal gucken am Ende. Wenn wir 100 Chemie haben, machen wir es nicht. Wenn nicht, dann doch. Dann könnte man nämlich so ein bisschen schummeln. Da hätten wir schon plus 10 Chemie. Checkt ihr, was ich meine? Gut. Aber wir lassen es erstmal so und es geht weiter mit dem Mittelfeld. Uiuiui, da gab es auch einige Karten von damals bis heute. Junge, wir haben so viele Karten. Von Pogba bis Sneijder, bis Xavi Alonso, bis Kaká. Alles Mögliche ist dabei. Und wir drehen. Let's go. Wer ist es? N'Golo. N'Golo Kanté! Passt er rein? Er passt rein und er ist super. N'Golo, für dich setze ich den Fahrradhelm auf und wir gucken nach deiner besten Karte. 92er Team of the Week. Uhuhu. Für dich sogar noch die schutzsichere Brille, damit wir nicht vom Wind gestört werden und unsere Augen anfangen zu drehen. 6 kostet er. Bob, gekauft mit Shadow N'Golo Kanté. Wir sind sicher im Mittelfeld, Freunde. Wir sind sicher im Mittelfeld. Wo ist er? Hier ist er. Bumm. Zack. Und Alexander Arnold ist auf 6 Chemie. Das ist super. Aber wisst ihr, was das Witzige an der ganzen Sache ist? Wir müssen noch zweimal drehen. Und da gibt es noch einige Mittelfeldspieler, die wir noch nicht haben. Kanté löschen wir raus. Und gedreht wird mit einem kleinen Finger. Damit wir, das war ein Zeigefinger, nicht der kleine. Als nächstes drehe ich mit dem kleinen Finger. Oder vielleicht auch mit dem Finger. Wenn es sein muss. Bruno Fernandes. Oh. Guckt euch seine Totti-Karte an, wie sie vorher aussah. Und guckt euch an, wie sie hier gut reinpasst. Ich glaube, das wird teuer. Oh. Halbe Million. Wir sind schon wieder eine halbe Million los. Meine Coins gehen runter, die rattern runter. Aber wisst ihr, was das Gute an der ganzen Sache ist? Die Karte ist schon mal blau. Das ist ein gutes Zeichen, dass die wieder blau wird. Also Team of the Year blau. Wir haben sozusagen schon ein Team of the Year drin. Nur, dass es noch kein Team of the Year ist. Aber die Farbe stimmt schon mal. Checkt ihr, was ich meine? Da ist er im Team. Guckt ihn euch an, wie wohl er sich fühlt in meinem Verein. Er schreit mich schon an. Lass mich spielen, Junge. Lass mich spielen, schreit er mich an. Keine Sorge, bleib ruhig, Bruno. Ich lass dich gleich spielen. Alles gut, wir müssen noch das Team fertigstellen und dann darfst du spielen. Bruno Fernandes, willkommen im Team. Geil, Freunde. Sehr, sehr geil. Und der letzte, bitte eine Icon. Bitte eine Icon. Wir brauchen eine Icon für Chemie. Es gibt so viele Icons hier. Und es wird Iniesta. Er hatte eine gute Totti-Karte, aber er spielt jetzt in keiner guten Liga. Und das wird sehr schwer, den einzubauen. I-N-I-E-S-T-A. 80 rated Iniesta aus der japanischen Liga. Bruh. Das, meine Damen und Herren, ist unser Mittelfeld. Aber wenn jemand es verdient hat, in dieses Team zu kommen, ist es Iniesta, der Glatzkopf. Er hatte so krass, eine krasse Phase bei Barcelona, bei Spanien, zusammen mit Xavi und so. Das war schon verrückt, Alter, was die da gemacht haben. Real Talk, er muss rein, wenn wir hier das beste Totti-Team aller Zeiten bauen. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Angriff. Und jetzt wird's teuer, Freunde. Jetzt kann es nur teuer werden, weil es gibt keine günstigen Angreiferkarten, die mal Tottis hatten. Aber bevor wir weitermachen, wenn ich schon über Iniesta und Xavi gesprochen habe, dann nehmen wir jetzt unseren Joker, und zwar Mittelfeld-Icon-Joker. Xavi, was kostest du? 200k? Bisschen mehr als 200k? Bisschen mehr als... 216.000. Nehmen wir mit
Und da haben wir unseren ersten Joker, den wir dann auch gleich im Mittelfeld nutzen können. Guckt euch das an, wie viel Chemie das bringt. Plus 11. Und wenn wir den Joker noch benutzen, plus 10, dann hätten wir schon 64 Chemie anstatt 24 oder so. Aber die bleiben erstmal noch draußen. Das machen wir ganz am Ende, wenn es dann soweit ist. Für den Angriff haben wir vielleicht auch noch einen Joker. Überlegen wir uns, je nachdem, was jetzt kommt. Es ist Zeit für unseren rechten Flügel. Und wisst ihr noch, FIFA 15, Arjen Robben Team of the Year. War das köstlich. Die Karte von Arjen Robben hat so geschmeckt. Aber Messi und Kylian Mbappé gibt es natürlich auch noch zur Auswahl. Und ich würde sagen, wir drehen. Ich will am liebsten Messi haben. Da können wir dann den ein oder anderen Finesse-Schuss reinfetzen. Arjen Robben! Guckt euch nochmal seine Karte an. Was? Gibt es Robben überhaupt noch in FIFA? Ich glaube, den gibt es gar nicht mehr. Mann! Und dann ist nur noch eine 50-50-Chance da über. Nämlich Messi und Mbappé. Und ich glaube, die Chance besteht zu 99%, dass wir Messi bekommen, weil er hat die meisten Team of the Year-Karten aller Zeiten gehabt. Und wir haben ihn. Diese Team of the Year-Karte von Messi sieht echt super aus. Sie sahen alle super aus. Was hat Messi noch für Special-Karten? Wir gucken uns mal an, was Messi so für Special-Karten hat. Natürlich OTW, natürlich Inform. Kostet der OTW 3 Millionen? 2 Millionen? Egal, ich habe gesagt, ich kaufe jeweils die teuersten Karten, die besten Karten. Das heißt, wir geizen nicht rum und holen uns den OTW. Let's go! Freunde, guckt euch meinen linken Fuß an. Selbst der linke ist stark bei mir. Zack! Und... Winkel! Und genauso musst du gleich auch schießen, Messi. Genauso musst du gleich nämlich auch schießen, Messi. 2,309000 Millionen Coins. Guckt ihn euch an, wie er jetzt hier reinflattert. Er lächelt mich an mit seinem 1000-Dollar-Smile. Und ich glaube, er kriegt keine Chemie. Scheiße, das war's auch wieder komplett. Leo Messi. Willkommen im Team, Junge! Willkommen im Team! Und zwei Positionen sind noch übrig. Stürmer und linker Flügel. Uiuiui, das Team sieht so schmackhaft aus, ne? For real. Aber nach Messi, der leider keine Chemie hat. Mann, und der kommt, glaube ich, auch nicht Chemie. Außer wir bekommen jetzt ein Icon. Und wir haben zwei Icons im Sturm zur Auswahl. Nämlich einmal Torres und einmal Rooney. Und einen von den beiden wollen wir bekommen. Lewandowski, Mbappé, CR7 und wie sie alle heißen, wären auch nicht schlecht. Ich drehe einfach mal. Wir lassen uns überraschen. Und hoffentlich kriegen wir eine Icon. Rooney! Ja! Rooney Icon! Für die Chemie sowas von Bombe. Und auch er hatte eine geisteskranke Icon-Karte. Ja doch, Icon auch, aber Team of the Year-Karte. Wayne Rooney! 91er-Variante. Wenn schon, denn schon. Was kostest du? 800.000? Hä, die Karte sieht ja gar nicht schlecht aus. Ich dachte, die ist viel schlechter. Lass holen. 800k glatt? Nein. 811k? Ich snipe ihn. 820? 831? Ich snipe ihn für 824. Ich bin der beste Sniper der Welt. Komm in mein Team. Gut. Messi hat wenigstens 6 Chemie. Es ist so gut. Es schmeckt so gut. Es ist so lecker. Und passt auf, was jetzt beim linken Flügel noch passiert. Ich glaube, da gab es auch mal eine Ribéry-Karte. Robben und Ribéry. Und wir hätten sogar Robben gehabt, hätte er eine Karte gehabt. Ich weiß nicht, ob das cooler gewesen wäre als Messi. Weiß ich ja nicht. Wen hättet ihr lieber in dem Team gesehen? Robben oder Messi? Und jetzt könnte Ribéry kommen. Gibt es überhaupt von dem eine Karte? Und der letzte Spieler im Team. Der linke Flügel. Oh, oh. Mal gucken. Hier haben wir eine Auswahl zwischen 4 Spielern, wobei ich gar nicht weiß, ob es Ribéry gibt. Wir drehen. CR7, Mané, Neymar und Cristiano Ronaldo Santos Aveiro. Und wir bekommen Neymar. Und der hat eine richtig geile Team of the Year Karte gehabt, aber der hat auch eine richtig geile Team of the Week Karte auf dem linken Flügel, die wir uns natürlich jetzt holen werden. Freunde, wisst ihr aber, was das Traurigste ist? Dass Cristiano Ronaldo es nicht in das Team of the Year Video von mir geschafft hat und er wird es eventuell auch nicht in das Team of the Year von FIFA 22 packen. Außer das Community Voting gibt Gas. Bin gespannt. Wenn Lewandowski nicht bekommt, wäre schon frech. Aber wenn Cristiano Ronaldo nicht bekommt, wäre auch frech. Und er hat es hier rein nicht geschafft. Das ist vielleicht ein Zeichen, dass er nicht kommen wird. Glaubt ihr, er lässt sich das nehmen? Das Ding ist, wenn er nicht kommt, werden viel weniger Lightning Rounds geballert, ne? Ich sag's euch, wie es ist. Das wäre keine gute Entscheidung von EA, ihn nicht zu bringen. Aber weiß ich nicht. 1,205 Millionen Coins für Neymar. Und damit ist unser Team final. Das Team of the Year
All-Time-Retro-FIFA-22-Team oder wie auch immer wir dieses Video nennen wollen. Cool, sieht gut aus. Und jetzt aktivieren wir die Joker. Erstmal habe ich alles umgeformt und dann geht's weiter mit Xavi. Plus 8 Chemie. Und dann dürfen wir natürlich auch noch den neuen Eimer austauschen, den wir aber am Anfang des Spiels wieder einwechseln, weil Van der Sar hatte leider noch keine Team-of-the-Year-Karte gehabt. Und wird sie vermutlich auch nicht mehr bekommen, würde ich jetzt behaupten. Aber 84 Chemie ist total scheiße. Jetzt brauche ich noch einen guten Manager. Guckt euch das mal an, die haben alle keine Chemie hier. 30 Zentimeter Manager. Gib ihn. Auf der Bank habe ich noch ein paar Karten, die es auch mal verdient hätten, ein Team of the Year zu bekommen. Zum Beispiel Benzema muss dieses Jahr einen bekommen. Müller muss dieses Jahr. Nein, eigentlich. Ja, aber der hätte auch mal einen bekommen können. Davis hat ja schon einen bekommen. Scheiß drauf. Wir machen. Ja, wir geben Gas. Weekend League Time mit diesem Team. Junge, was ist das denn hier schon wieder für ein Ping? Wir spielen gegen Alien. Der spielt einfach auf einem anderen Planeten. Hat auch so ein Team, als wenn er von einem anderen Planeten kommt. Benzema, ZDM und so. Ja, egal. Wir spielen gegen jemanden vom Mars, Leute. Ab geht's, rein ins Spiel. Food Champions, Quali. Mit dem Team of the Year Team. Ich habe gehört, die können alle gut grätschen. Die haben alle gute Grätschen, die Verteidiger. Deswegen sind sie ja Team of the Year Spieler gewesen. Grätschen weg. Brauchen wir nicht mal grätschen. Nein! Ramos mit Aggressivität. Und jetzt kontern wir. Guckt euch an, wie gut die Team of the Year Spieler kontern können. Guckt euch das an. Rooney. Nimm ihn dir mit, du Fettkopf. Ja. Nein. Mann. War eigentlich gut gedacht. Nein. Kante, Staubsaug. Hey. Hey, ganz ruhig bleiben. Staubsauger kommt angerannt. Messi auf Neymar. Boah, Neymar, Alter. Seit wann arbeitest du mit nach hinten? Das kennt man ja gar nicht von dir. Guck mal da oben. Oh mein Gott, ich wollte den oben durchschicken. Ihr habt es alle genau gesehen, oder? Messi mit dem Dribbling. Neymar. Oh. Messi. Neymar. Oh. Boah, dieser Staubsauger ist so gut, ne? Ich hab's euch von Anfang an gesagt. Und wer macht das erste Tor, wenn nicht Leo Messi? Und wer drückt Start? Der Gegner. Und was bedeutet das? Rage Quit. Und was bedeutet das? 4 Punkte für die Weekend League Quali. Und was bedeutet das? Wir schauen uns das Ganze mal an. Wir können noch einen Rang hochkommen. Gut. Ein verbleibendes Spiel und wir haben noch ein paar Punkte zu holen. Zweiter Gegner. Ey, er hat coole Icons. Er hat echt coole Icons. Aber ich habe Team of the Year Karten. Und die sind viel besser als deine Icons. Also sei ruhig und geh raus aus dem Spiel. Schade. Ich habe doch gesagt, die sind besser als deine Icons, Mann. Ich hab's dir gesagt. Olle. Schade. Oh, die Chance ist noch heiß. Und die Chance ist heiß. Ich hab dir gesagt, meine Team of the Year Karten sind besser als deine Icons. Oh, Lionel Messi ist so gut. Ramos macht das einfach mit Aggressivität. Neuer! Ich habe nie was gegen dich gesagt, du bist besser als Van der Sar. Das Einzige, was man halt krass merkt, ist, dass der ein oder andere Spieler nicht die beste Chemie hat, aber Messi macht den Run. Lionel Messi! Der Ball hat auch jeden Ball rein, ne? Muss ich so sagen, wie es ist? Der Ball hat jeden Ball im Winkel. Guck mal an. Bob, Winkel. Neymar. Messi. Rooney mit seinem Goal. 3-1. Hey, Maestro. Kimpembem einfach mit der kalten Schulter. Oh, ist das schön. Guckt euch das an. Guck jetzt, sweaty goal. Und jetzt. Abseits, leider. Aber ich glaube, er verlässt trotzdem das Spiel. Tschüss. Er hat keinen Bock mehr, auch wenn das Abseits war. Ich würde auch rausgehen. Freunde, lasst ein Like da. 7777 Likes wollen wir sehen. Lasst ein kostenloses Abo da. Und ganz wichtig, die Packs, die wir hier bekommen haben, öffnen wir Samstag um 18 Uhr im Livestream. Dickes XXL Team of the Year Pack Opening live auf meinem YouTube-Kanal Wakes. Ich lade noch ein paar FIFA Points auf. Peace.